Was geht ab, meine Freunde, und welcome back auf meinem Sofa mit ein bisschen Tageslicht. Ja, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Der tägliche Wahnsinn geht weiter. Der Balk Vlog 15 ist es mittlerweile schon. Ja, wir haben heute Freitag, den 11. Ich habe leider nicht geschafft, früher zu filmen, weil es in den letzten Tagen ja sowohl familiär als auch ja, berufstechnisch ein paar, ja, wie sagt man, Differenzen, Probleme gab. Ich auch heute ohne Auto bin. Ich fahre aber trotzdem ins Training. Das hält mich natürlich nicht davon ab, denn mein Vater hat mein Auto ja, nehmen müssen, um damit nach Baden-Baden zu fahren, weil es ja geschäftliche, sehr schwerwiegende geschäftliche Probleme gab. Und ja, es sich da um sehr viel Geld handelt, und somit habe ich ihm einen Wagen gegeben, damit er da in Ruhe hinfahren kann, ohne weitere Kosten jetzt, sage ich mal, nochmal aufzubringen. Deshalb bin ich heute ohne, bin heute etwas spät aufgestanden, denn Freitag heißt bei mir meistens arbeiten bis 23 Uhr und samstags dann meistens auch immer wieder ab 6 Uhr wieder hoch, das heißt wenig Schlaf, das heißt ich habe ein bisschen heute gepuffert, sage ich mal, oh Gott, nur aus dem Auge. Damit ich, sage ich mal, ja, notwendige Regeneration bzw. die Kraft auch fürs Training morgen habe, denn ich gehe morgen wieder mit Eugen ins Training. Ja, der letzte Samstag war eigentlich ganz witzig, ihr habt das ja schon gesehen, wir hatten echt viel Spaß und ja, wollen das Ganze mal wiederholen. Und dann habe ich mir auch gesagt, dass wir zusammen mal Brust trainieren, denn ja, Rücken habt ihr ja letztens gesehen, ich glaube Brust auch schon mal, es ist irgendwie immer das Gleiche, ne? Nun gut, das ist halt mein Leben. So plane ich meinen Aufbau und ja, ja, meine Arbeitszeiten, und ihr seid live dabei. So, jetzt gibt's, wie gesagt, ich stehe total auf Abwechslung. Ich bin so abwechslungsreich wie ein, ja, wie eine Toastscheibe, wie der Polska-Cake, volle Kanone, bestimmt 1200, 1300 Kalorien, schön mit Ahornsirup. Habt ihr ja eben gesehen. Noch ein bisschen am Laptop hängen, ein bisschen YouTube gucken, ein paar E-Mails checken. Und dann suche ich mir mal einen ja, fahrbaren Untersatz in meiner Nähe. Gott sei Dank wohne ich zentral in Hamburg. Das bedeutet, Car2Gos sind hier allemal ganz viele. Und ja, davon schnappe ich mir mal einen und dann fahre ich ins Gym. Heute ist ja schon wieder. Also ihr seht wieder das gleiche, Schulter, Armtraining. Ich schaue mal, ob ich es gleich gestalte oder ein bisschen anders. Man wird es sehen. Ach ja, ich wollte noch mal ganz kurz was erzählen. Ich habe einen richtig geilen Fail gehabt. Also, es war, ja, ich habe schon mal jemandem erzählt. Manuel noch nicht, denn Manuel hat mal erwähnt, dass er sich die Beinhaare gestützt hat. Gestützt, damit er unter den Kniebandagen nicht so viel schwitzt. Das schien für mich plausibel, und somit ja, habe ich das auch mal, dachte ich mir, mach's das mal, weil ich schwitze enorm. Meine Bandagen sind klitschnass, und dachte ich, stützt du mal deine Beinhaare. Und dann hing ich da in der Dusche, habe auf irgendwie 4, 5 mm oder keine Ahnung, habe auf 4 eingestellt, war am Rasieren, der Rasierer ist mir runtergefallen. Und dann habe ich ihn einfach hochgenommen, weiter rasiert, und wundere mich, warum es überall an Stellen immer kürzer wurde. Ja, das Ergebnis ist, ich habe jetzt kahle Beine. Ja, Problem ist nämlich, der Rasierer ist beim Runterfallen auf, oh, hier sieht man wenigstens meine schöne Wade. Der Rasierer ist beim Runterfallen auf Stufe 0, also er hat sich auf Stufe 0 gestellt, und ich habe weiter rasiert, ohne drauf zu achten, und dann hatte ich überall so halb kahle Stellen und dachte, ja gut, jetzt führt nichts dran vorbei, und dann habe ich mir die Beine komplett rasiert. Das war eigentlich nicht das Ziel, aber ja, es ist ein witziges Gefühl, es ist ein bisschen kalt unterm, wie sagt man, unter der Hose und unter den Bandagen ist eigentlich ganz angenehm, aber ich habe trotzdem geschwitzt. Also plus minus hat es nicht viel mehr gebracht, die waren trotzdem klitschnass. Es juckt und kratzt ein bisschen. Aber ja, gut, lasse ich euch damit mal in Ruhe, und dann schalte ich gleich nochmal rein, wenn es losgeht ins Gym. So, schön ohne Auto. Karre finden. Oh, da ist die nächste. Wo bin ich? Oh. Alter Teichweg. Ah, scheiße, das ist ja ganz da hinten. ah shit, ich kann den gar nicht fahren, das ging ja gestern auch nicht. Oh man, fail, ich kann gar kein Car2Go mehr fahren, weil ich eine neue Karte brauche, fuck. An dieser Stelle kein Shoutout an Car2Go, weil ich wegen dem Penner nochmal nach Hause musste. Ja. Und jetzt muss ich ein paar Meter gehen, um die Karte zu erreichen. Und man kann die auch nicht mehr mit Karte öffnen, das wusste ich gar nicht, sondern nur noch mit dem Handy. So, endlich angekommen. Und was steht hier? Fahrzeug reserviert. Wenn Sie reserviert haben, können Sie das Fahrzeug jetzt mieten. Und wie miete ich das jetzt? Ich habe keine Ahnung. So, 3 Stunden später, ich sitze drin, wir haben es jetzt 12:06 Uhr aus. Es scheint so, als ob sie die Autos wieder ein bisschen abgegradet haben hier. Es gibt jetzt sogar mittlerweile bei Car2Go ein Aufladegerät für iPhone. Alle Stecker mit am Start. So, kann ich jetzt mal losfahren hier. Bremsen auf N. So, was muss ich machen? Ich will los. Oh, voilà. Ja Leute, auf geht's in den Gym. Halbe Stunde verloren. Endlich angekommen in Felix. Zweiter Versuch. Gestern leider ja, schief gelaufen, weil ich hier Drive Now nicht parken konnte. Und dann sind wir wieder da. Diesmal zu Fuß in die Einfahrt. Ich kann ja Musik einspielen, dann kommt das euch so rüber, als ob ich mit dem Auto einfahre. Quartzilla, er wohnt hier. Er trainiert noch nicht mal und kommt trotzdem her. Ungeplantes Treffen mit Mr. Arne Elevator. Geheimnis hinter den Kulissen Material. Was geht ab, Digga? Lukas Armpass nur drauf, der Wagen ist so winzig. Oh fuck, Digga, hinter uns ist auch noch einer, wo ich nochmal geschaut habe. Ich bin unangeschnallt, ne? Der fängt gleich an zu piepen, Mann. Ich hasse diese Autos. Ey Leute, achso, ja nochmal. Holt euch kein Smart. Holt euch kein Smart. Und trotz allem, Training ist... Was sage ich hier mal, Luca? Scheiße. Du bist so fett. Training ist durch. Ach so, ja stimmt. Meine Freunde. Liegt daran, dass ich nicht an den Videos gucke. Ja, toll. Merkt man an deinem Training. Das hat und wir sitzen jetzt wieder im Smart, beziehungsweise ich bin so nett und nehme Luca auf meine Kosten mit. Es ist tierisch warm hier drin. Aha. Was sagst du? Geht eigentlich. Geht eigentlich, ne? Ja, ja. Und ich muss ein ganz großes Hate rausgeben an alle Smart-Besitzer, Fahrer. Ich hasse dieses Auto. Leute, es tut mir echt leid. Also was, Auto ist Auto, klar. Und man soll auch dankbar sein für alles. 4 Räder, es ist echt ein Luxus. Aber Smart sind einfach, ich weiß nicht, so scheiße. Also selbst das Privileg, dass man mit dem Auto ja wirklich überall Platz findet. Ne? Also in jeder Ecke, Kante kannst du damit parken. Aber ich komme mit dem Auto nicht klar. Aber ich glaube, ich bin da auch ein bisschen verwöhnt. Bam, was geht bei ihr? Ich wollte uns anfangen. Gerade wenn du jetzt sitzt und ich daneben. Genau. Egal, mit Kamera alles Beweismaterial. Ja, wie war das Training? Training wie gehabt, wieder schönes Schulterarm-Workout. War extrem geil. Super geil. Also Arne ich habe mit Arne auch nochmal geschnackt. Ihr habt gesehen, er war ja da. Ich fand es echt vom Feeling her echt massiv. Also es hat echt Spaß gebracht. Ich merke jetzt schon, sage ich mal, Progression bei gewissen Übungen, Gewichten. Habe jetzt, wie ihr gesehen habt, zu dem Training von letzter Woche das ein bisschen anders aufgebaut. Zwar waren da die gleichen Muskelgruppen dran, aber ein bisschen andere Übung, so für die Abwechslung einfach und für den neuen und für den Reiz. Ich probiere jetzt gerade bin immer noch in so einer Testphase, das heißt, ich schaue nochmal, was so das Optimale für mich ist, was mir am meisten gefällt, womit ich mich am wohlsten fühle. Und ich denke, so nächste 1 bis 2 Wochen habe ich dann einen safen, also einen festen Trainingsplan, beziehungsweise bezogen auf die Übung. Nicht? Und dann wird man sehen, was bis zum Ende des Jahres, das ist ein Frosch im Hals, bis zum Ende des Jahres noch machbar ist. Oder was sagst du, Luca? Bei mir ist nichts mehr machbar, ne? Nee, nur noch mit Antibiotikum. Bringt alles nichts mehr. Bringt alles nichts mehr. Ja, und dann jetzt steht gleich nochmal Post-Work. Oh, ich bin total fertig irgendwie. Post-Workout-Meal an. Vorkochen für die Arbeit, denn heute geht es bis 23 Uhr nochmal ins Studio. Ich freue mich tierisch. Nicht? Dann schalte ich gleich nochmal rein. So, wieder zu Hause angekommen. Endlich. Wagen erfolgreich diesmal abgestellt, Gott sei Dank. Und jetzt gibt es das Post-Workout-Meal. Easy. Ich bereite vor für heute Abend Arbeit auch. Also dementsprechend mache ich 2 Mahlzeiten, beziehungsweise 2 Mahlzeiten von Reis. Hau mir jetzt hier insgesamt 400, wenn das hoffentlich reicht das. Na, ein bisschen. 450, genau, oh perfekt, 452 Gramm Reis, davon geht sowieso was ab, weil beim Umfüllen und etc. fällt sowieso meistens etwas weg. 452 Reis für 2 Mahlzeiten, zusätzlich gibt es dann hier noch Hähnchen, was ich von gestern habe, welches... ja, mariniert ist quasi, mehr oder weniger. Ein bisschen Soja, 2 Eiweiß und Sesam zum Schluss mit vermixtes Sesam mit Honig. Und wie ihr seht, das Grüne ist Brokkoli. Das habe ich in der Pfanne dann später alles zusammen eingebraten und gegessen, dass halt was übergeblieben ist, weil das 600 Gramm gestern waren. Das sind so ungefähr, würde ich sagen, nochmal 200. Auf jeden Fall. Also vollkommen in Ordnung so für eine Portion. Dann haue ich mir auch gleich nochmal Hähnchen an. Also brate mir gleich nochmal, nachdem ich gegessen habe, brate ich mir nochmal Hähnchen an für später. Schalte ich auch nochmal rein und zeige euch das mal, wie ich das zubereite, damit es auch schmeckt und nicht so trocken ist. So, zusätzlich zum Hähnchen, die Pfanne habe ich schon warm gemacht. Ich habe, wo haben wir denn? Hier nochmal das gute Hähnchen, Filet aus den Hähnchenbrust. Also Hähnchenbrust nochmal. Schön das Antibiotikumfleisch. Also heute ist ein relativ fleischiger Tag. Vorweg brate ich mit etwas. Zwiebeln. Und Kokosnussöl. Die brate ich die Zwiebeln an. Im Nachhinein kommt das klein geschnittene Hähnchen rein. Dann nochmal, wenn das dann durch ist, haue ich dann nochmal die Paprika rüber. Lauchzwiebeln habe ich hier auch noch. Kommt nochmal ganz zum Schluss. Und zum Schluss wird das Ganze gewürzt. Warum zum Schluss? Ist relativ simpel, weil, weil das ganze Pfeffer und die ganzen Gewürze, die verbrennen. Und die schmeckt man so gar nicht wirklich mehr raus. Also würzen empfehle ich da immer zum Schluss. Gibt da noch mal ein bisschen Paprikawürze, Tomatenwürze, Meersalz, Knoblauch und Soja drüber. Wird einfach noch mal rübergehauen, schön. Das packe ich dann aufs Reis in meine abgefüllte Menge, mixe es zusammen und zeige euch dann mal das Ganze, wie das ausschaut. Und das schmeckt natürlich auch. Oh Gott, ich fange jetzt schon wieder an zu weinen. Die Leute, die denken, ich habe keine Kochgains. Ein bisschen was kann ich schon. Es ist eine super simple Mahlzeit, geht schnell und schmeckt. Das ist es einfach. Und die Finger stinken nach dem Zwiebelschneiden. Oh Gott, rein schon. Ja, dann schau die gleich nochmal rein. Das ist das gute Sojahuhn. Und das Video läuft jetzt 18 Minuten. Ich habe es natürlich jetzt ein bisschen beschleunigt für den geilen Effekt, damit ihr jetzt nicht 18 Minuten lang mir zuguckt beim Kochen. Aber wie ihr seht, 18 Minuten läuft das Video. Das heißt, eine Viertelstunde hat der ganze Spaß gedauert, hier zuzubereiten. Das heißt, das ganze Gericht, 200 Gramm Hähnchen, Paprika, Lauchzwiebeln, schön hier mit Sojasauce, Paprika, edelsüß habe ich es gewürzt, Tomaten und Knoblauch, Kokosnussöl zum Anbraten, das Ganze mit Zwiebeln, ihr seht hier noch die kleinen Zwiebeln, hat eine Viertelstunde gedauert. Das ist eine Monsterportion, 200 Gramm Reis, wenn nicht mehr. Ich habe es jetzt mal hier halbe abgefüllt, ihr habt gesehen, verfeinert mit ein bisschen Basilikum-Tomaten-Soße, die besteht fast zu 100% aus wirklich reinen Tomaten ohne künstliche Zusatzstoffe. Und das ist eine Monsterportion. Heftig. Also, ne? Thema No Time for Bullshit, meine Freunde. Also, es ist einfach so. Es gibt Ausreden für alles. Ich sag mal, man kann Ausreden für ich schaff's nicht, ich kann nicht, ich habe keine Zeit, ich muss das machen, ich muss dies machen, eine Viertelstunde am Tag für so eine Mahlzeit. Das geht ratzfatz gut, ich bin in Übung, ich habe schnell geschnitten, zack, zack, zack und es war fertig. Vielleicht braucht man da 5 Minuten länger, der eine oder andere, meine Güte. Aber 20 Minuten für eine Mahlzeit in diesem Volumen für den Aufbau zu machen, ratzfatz. Rechnet euch das selber aus, Reis hat ca. 350 Kalorien, zweimal das Ganze, 700, plus das Hähnchen nochmal, 100 etwas, so roundabout kann man rechnen. Das heißt, wir haben hier 1000 Kalorien locker rumliegen, ungefähr, und ja, was will man mehr? Für die Arbeit optimal. Ich hau mir jetzt nochmal meinen Reis hier mit diesem Hähnchen hier rein, das von gestern, und ja. War es das? Das war es auch schon von mir, denn es gibt nicht mehr wirklich viel zu berichten. Ich esse jetzt nochmal, mach die Küche sauber und ja, mach mich dann auch auf zur Arbeit. Hau mich vielleicht eine halbe Stunde nochmal kurz aufs Sofa, entspanne nochmal kurz und dann geht's auch los. Und von der Arbeit her kann ich nicht filmen, auch und von daher, ja. War es von meiner Seite aus. Ich hoffe, euch hat es wieder gefallen und schaltet beim nächsten Mal rein, wenn es heißt, genau, morgen gehe ich ins Gym mit Eugen. Und das heißt, wir bringen, glaube ich, auch nochmal ein bisschen den Abend. Vielleicht kommt das ein oder andere Informative für euch oder Unterhaltsame rüber. Also Leute, danke fürs Einschalten und bis bald.